Ja, dass du, Alter, auf jeden Fall da hingehen willst, Alter. Dass ich eine Kollegin da hab, ne? Ich hab, wie ich dir gesagt habe, so nach dem Motto, habe ich gesagt, dass du das erste Mal reingehen willst, dass er eine, auch so eine Behandlung haben möchte. Ja. Ne? Und deswegen habe ich ihr das gesagt und die meinte, kein Problem, kann der mal ausprobieren. Ich werde ihn auch, Alter, so behandeln. Verstehst du, was ich meine? Du musst dann offen reden, Bruder, was ist los? Alter, ich würde mich nicht schämen. Bei dir vor allem. Was willst du denn da schämen? Verstehst du? Bruder, was ist los? Gehen wir dann. Hä? Willst du nicht? Ja, musst du selber wissen, Bruder. Ich kann man nicht zwingen. Vielleicht irgendein anderen Mal. Ja. Ja, sag mal. Ja, wir stehen hier bei der Talsperre. Wie man sieht, waren wir gerade bei den Wohnwagen-Nutten. War nur eine Nutte da. Und wie sah die aus? Ja, der Mike wollte die Nutte nicht angucken. Ich hab's nicht getraut, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, ich habe mit der Nutte geredet. Ne, das war auf jeden Fall definitiv eine bulgarische, zigeunische Abstammung und schon, ne, nicht hübsch, sage ich mal, also nicht mein Geschmack. Also würde ich auch natürlich, Alter, keinen empfehlen, da Geld zu bezahlen. Ne, die war schon 50 und so hässliches und altes Gesicht gehabt. Also da ist dann auf jeden Fall schade für das Geld, sage ich mal. Aber der Mike war trotzdem, Alter, so neugierig, wie die Dame aussah, hat die Beschreibung von mir verlangt, aber nichtsdestotrotz habe ich ihm gesagt, ja, der soll doch, Alter, sich trauen, die Dame mal anzugucken und anzusprechen, ne, und mit der zu reden. Aber der Mike meinte, ne, das ist mir zu blöd, ne, und hat dann eben halt nicht sich getraut, mit der Dame zu reden. Und darf ich mal fragen, warum, Bruder? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Frauen mich weniger ernst nehmen als Männer. Die finden mich eher softer und das kommt mir einfach blöd dahin zu gehen. Dann will ich dir doch nicht. Du sagst ja schon, die sieht scheiße aus und du sagtest, ja komm, komm. Und dann wird es dahin zu gehen, dann kommt blöd irgendwie. Weißt du? Und guck mal, ich bin sauer auf Frauen, dass die mich zwingen, mit 26 einen Puff zu geben. Ich kann das irgendwie nicht so, Alter. Ich brauche ja so richtige Euro-Escort, Alter, für 1000 Euro. Und dann mit richtig.